So, herzlich willkommen zurück für Innos. Bei Gothic 2, die Nacht des Raven. Ich will zu den Wassermagiern. Ich habe endlich alles, was ich brauche, um in die Erweiterung zu gehen. Ich habe nur beim letzten Mal so viel Geld ausgegeben, dass ich jetzt noch einmal kurz alles Unnötige, was ich nicht brauche, hier eben mal schnell verticken will. Den Feuerbogen würde ich gerne behalten, inklusive Feuerpfeile. Genau. Weil, wer weiß, vielleicht werden die ja doch noch nützlich irgendwann. So, und außerdem kannst du die Degen haben, bis auf einen. Degen der Banditen kannst du haben, bis auf einen. Das kannst du haben. So, die Sache ist nämlich, ich brauche ein bisschen Geld, weil ich, sobald ich in der Erweiterung bin, eine neue Waffe kaufen kann. Was ich zum Beispiel... Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Siehst du mal, die sind gleich stark und ich werde nicht mit Einhändern kämpfen. Also werde ich die Einhandwaffe hier verkaufen, genauso wie eine Piratensäbel. Ich habe mich jetzt entschieden, ich werde definitiv mit zwei Händern kämpfen. Und wenn ich 70 Stärke habe für die Starkkeule, brauche ich den groben zwei Hände auch nicht mehr. So, 1500 Gold, das sollte für eine Weile reichen. Um sicher zu gehen, werde ich noch die Haut, Fell, Stachel, Sumpfkraut kannst du haben. Minecrawler-Zeug will ich mal behalten. Vielleicht noch irgendwann nützlich, keine Ahnung. Ich meine, es gibt auch hier wieder eine Minecrawler-Rüstung in Gothic 2. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Goldener Kelch, Hammer, Zange, Blätterquarz, Bergkristall, Pech ist, glaube ich, für Alchemie wichtig. Runensteine ebenso, aber Säge kannst du haben. Kerzenständer, Silberkelch, Silberteller, Silberring. Schwefel brauche ich für Alchemie. Von mir erfährt keiner was. Und den Lederbeutel mache ich noch eben auf. So, und dann habe ich wieder 2000 Gold. Wer sagt's denn? So einfach kann's gehen. So, und jetzt ab zu den Wassermagiern, ab in die Erweiterung. Ich bin so gespannt. Ich freue mich. Und übrigens wisst ihr jetzt auch, warum es die Nacht des Raben heißt. Denn es geht hier um Raven, habe ich glaube ich schon mal erklärt. Aus dem ersten Teil dabei, als Baron. Jetzt ist er wohl eher so ein Sklavenbaron. Und da Raven auf Englisch Rabe bedeutet... Naja, muss ich glaube ich nicht erklären. Sie haben es wahrscheinlich übersetzt, damit man es nicht sofort so direkt erkennt. Ne? Nun denn, ich bin hier. Ich muss zu Saturas, wie auch immer. Damit der mir hoffentlich das Ornament gibt. Das ist Riordian. Und irgendeiner von denen verkauft auch Tränke. Und ich meine... das ist der auch drüben die Waffe verkauft. Und er hat entsprechend auch ein anderes Inventar. Hey, du. Vielleicht wäre es dann sinnvoll, wenn ich hier drüben noch die Tränke kaufe. Mache ich auf jeden Fall nochmal. Ich gehe hier nochmal shoppen bei dem Händler, bevor ich rübergehe. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du unser geheimes Erkennungszeichen, den Aquamarinring. Und ich erkenne in deinen Augen, dass du die Wahrheit sagst. Ist gut. Ich werde deine Aufnahme in unsere Reihen akzeptieren, aber bedenke, dass es auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Und ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht wirst. Oh mein Gott, ist der gut gelaunt. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Gut, als neues Mitglied unserer Kinder soll dir diese Ehre zuteil werden. Doch warte ich noch auf eine Nachricht von Vatras. Bevor ich sie nicht erhalten habe, können wir noch nicht gehen. Ich habe eine Nachricht von Vatras für dich. Höchst interessant. Nun gut. Hier, nimm den Ring. Wir werden uns am Portal versammeln und auf dich warten. Wenn Nefarius recht hat, wird sich das Portal öffnen, sobald du den Ring dort einsetzt. Warte mal. Nee, beibringen wir mir nichts, aber ich habe ja gar nicht hier, ne? Ich würde gerne mal die Nachricht lesen von Saturas. Werder Saturas, ich hoffe, ihr seid bald am Ziel. Situation in der Stadt entspannt. Aber ich fürchte, die Ruhe trügt. Beeilt euch, ich brauche euch. Dein Verdacht kann ich bestätigen. Schriftzeichen deuten auf eine adernusgläubige Kultur hin. Seid vorsichtig, lasst euch nicht blenden. Die vermissten Bürger werden von Raven verschleppt. Ich habe Hilfe entsendet, der überbringe der Nachricht etwas ganz Besonderes. Er hat einen bemerkenswerten Glanz in seinen Augen. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte er sein, auch wenn wir uns anders vorgestellt haben. Prüfe ihn, ich denke, ihr habt recht. Ich habe recht. Okay, ich bin also der Auserwählte sozusagen. Cool. Hätte ich mal vielleicht vorher lesen sollen.
Nun denn. Nee, nicht die Magie ziehen. Warum, werde ich erklären, sobald wir drüben sind. Auf der anderen Seite des Portals. Gibt einen guten Grund dafür, warum ich hier unten gerade nicht mit Magie oder gezückter Waffe rumlaufen will. Hat mit den Händlern zu tun. Ich zeig das, sobald wir drüben sind. Jetzt aber erstmal, wie gesagt, eine Runde shoppen. Und bis Haturas hierher gelaufen ist, kann ich auch nochmal eine Runde mich aufs Ohr hauen. So, wer von euch ist der Händler? Hey. Warst du das? Nee, ich glaube, Kronos war es, oder? Genau. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Sag mir, was du brauchst. Ich hätte gerne die 6 Heiltränke und die 6 Mana-Tränke. So, und dann, ne? Alchemie, Laborwasserflaschen. Ja, ich will irgendwann auch mal selber brauen, ne? Da war ja was. Und wenn ich gerade schon so billig drankomme, Pech habe ich 6 Mal, brauche ich nicht, aber Schwefel würde ich mal nehmen. Brauche ich bestimmt noch irgendwann für irgendwelche Feuerzauber. Oh komm, gib mir das Pech auch, bevor du es weg hast. Bevor ich nie wieder drankomme. Myxier. Richtig, das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen für die Lernpunkte, dass ich mir die Sprache beibringe. Das mache ich vielleicht auf dem nächsten Level. Ist vielleicht eine Idee. So, jetzt ist 9.32 Uhr, bis Haturas hierher gelaufen ist, haue ich mich mal aufs Ohr. So lange, wie der braucht. Dann habe ich nämlich wieder volles Mana. So, und wer gibt mir jetzt von euch? Du nicht? Du? Du auch nicht? Du auch nicht? Habe ich das denn schon? Habe ich das denn schon, das Ornament? Warte mal, den will ich gar nicht tragen. Ich will den hier tragen. Habe ich denn das Ornament hier schon bei mir? Dieser Ring öffnet das Portal. Ja, habe ich. Alles klar. Gut. Dann würde ich mal sagen, der letzte Speicherpunkt fürs Erste in der alten Welt. Und los geht's. So, einsetzen bitte. Einsetzen. Hallo? Seitlich? Da ist nix. Ist hier drüben was? Ach, da. Wow. Das hat so ein bisschen was von Stargate. Nun, ich würde mal sagen, wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dahin. Nee, Blödsinn. Bis gleich. Von wegen nächste Folge. Das war nur ein Witz. Ich spring da jetzt durch und es geht natürlich gleich weiter, nachdem es geladen hat. Es dauert ja nicht allzu lange. Und ihr seht schon, es gibt hier neue Gegner. Diese Heuschrecken zum Beispiel. Kommt ja auch noch nach, oder wie sieht's aus? Ne? Mal schauen. Ich hoffe, hier sind keine Gegner. Weil hier lauern ja Banditen und Piraten und vielleicht sollte ich mal eine Fackel ziehen. Das könnte vielleicht keine so schlechte Idee sein. So, oh, Gold. Gold. Und eine Laborwasserflasche. Hat hier jemand Alchemie betrieben, hä? Ist auf der anderen Seite auch nochmal sowas. Kohle, Gold. Oh, ein Dolch, okay. Und eine Leiche. Warum ist der tot? Warum ist der tot? Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Ah, und das sieht so aus wie die Bücherständer. Aber das ist wahrscheinlich in der Sprache der Alten geschrieben, in der Sprache der Bauer. Das heißt, das kann ich wahrscheinlich erst dann lesen, wenn ich die Sprache gelernt habe. Oh, oh, Steinwächter. Hier geht's weiter. Da nicht. Da halte ich mich von denen mal lieber ein bisschen fern. Weil mit einem komme ich zwar zurecht, aber bei zweien bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das schaffe. Da oben liegt nichts, das ist nur eine kleine Stufe. Ich erwarte ja hier irgendwie Gegner oder so, oder zumindest Widerstand in irgendeiner Form, oder Rätsel oder sowas. Hier gibt's ja nichts. Ach, guck mal, ein Heiltrank. Das hat sich doch gelohnt. Dass ich mich hier umschaue. Mhm. Und da liegt doch auch noch was, oder?
Ja, eine Steintafel. Siehst du mal. Die hatte ich fast übersehen. Habe ich aber nicht. Haha. So, ist hier drüben noch irgendwas? Nö. Was bitte? Was machen denn die Magier hier? Ich bin doch vor euch ins Portal. Was bitte? Ist hier los? Hä? Was? Ich speichere mal. Nur um sicher zu gehen. Vielleicht ist es ja eine Falle. Adanos sei Dank. Da bist du ja endlich. Wir dachten schon, du tauchst gar nicht mehr auf. Was? Wieso seid ihr schon hier? Du bist durch das Portal gegangen und wir folgten dir. Es dauerte nicht lang, da sind wir hier angekommen. Doch du warst nicht da. Wir sind schon einige Tage hier. Einige Tage? Wie kann das sein? Nachdem wir dich hier nirgendwo finden konnten, hat Nefarius versucht zu ergründen, was schiefgelaufen sein könnte. Er wirkte bisher ziemlich ratlos. Naja, du bist ja jetzt hier und kannst mit deiner Arbeit beginnen. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben eine Menge neuer Erkenntnisse gesammelt. Die Erdbeben scheinen hier tatsächlich stärker zu werden. Wir sind nicht mehr weit von ihrem Zentrum entfernt. Die Erbauer dieser alten Bauwerke hatten damals hier eine Stadt errichtet. So viel können wir schon mal sagen. Doch aus irgendeinem Grund ist ihre Kultur untergegangen. Bisher können wir allerdings nur Vermutungen anstellen, warum. Was ist mit Raven? In Ravens Brief war von einem Tempel die Rede und dass er versucht, hineinzugelangen. Wir sind einstimmig der Meinung, dass es sich dabei um einen Tempel Adanos handelt, den Raven zu entweihen versucht. Die Erdbeben sind offenkundig das Resultat von unheiligen Beschwörungen, die ständig gegen einen mächtigen Zauber prallen. Die Tore des Tempels sind magisch verschlossen und genau dieser Zauber ist es, der die Steinwächter auferstehen lässt. Der Tempel wehrt sich. Wir müssen Raven aufhalten, bevor er ins Allerheiligste eindringen kann. Was will Raven im Tempel? Wir wissen nur, dass es sich um ein mächtiges Artefakt handelt, das irgendwie mit Adanos und Belia in Verbindung steht. Wir können wohl davon ausgehen, dass er damit nichts Gutes im Schilde führt. Raven ist nur ein ehemaliger Erzbaron, kein Magier. Wie soll er so eine Beschwörung durchführen? Vielleicht ist er es nicht selbst, sondern ein abtrünniger Magier, der in seinem Auftrag handelt. So oder so, wir müssen das Übel abwenden. Wie geht's jetzt weiter? Wir werden hierbleiben und weiter die alte Kultur studieren. Die alten Schriften der Erbauer bergen noch eine Menge Geheimnisse, die wir lüften müssen, wenn wir verstehen wollen, was damals hier geschehen ist. Du musst in der Zwischenzeit einiges für uns erledigen. Habt ihr schon eine Spur der vermissten Leute ausgemacht? Erst gestern haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Sie liegt unten, in einer der Ruinen im Osten. Sieht ganz so aus, als ob es ein Fischer aus Korinis gewesen ist. Das solltest du dir ansehen. Was soll ich tun? Du musst Raven finden und ihn daran hindern, den Tempel Adanos zu entweihen. Du meinst, ich soll ihn töten? Wenn das der einzige Weg ist, ihn aufzuhalten, in Adanos Namen, ja. Sammle auf deinem Weg auch alle alten Reliquien und Niederschriften der Erbauer, die du finden kannst, und bringe sie zu uns. Wir müssen noch mehr wissen über dieses Volk und seinen Untergang. Nur wenn wir Ravens Pläne durchschauen, können wir sie auch durchkreuzen. Des Weiteren musst du einen Weg finden, die Sklaven zu befreien. Ist das alles? Das mache ich doch mit Links. Ich weiß, dass es viel verlangt ist. Sieh es als eine Chance, mein Vertrauen zurückzugewinnen. Ach, schön. Ich werde mich dann mal auf den Weg machen. Eine Sache noch. Raven hat eine Menge Banditen um sich geschart. In deiner Abwesenheit haben wir ein anderes Mitglied vom Ring des Wassers hierher geholt. Wir haben ihn in den Sumpf geschickt. Er kam nicht zurück. Wir vermuten, die Banditen greifen alles an, was nicht aussieht wie sie selbst. Besorg dir also eine Rüstung der Banditen. Nur so wirst du dich ihnen nähern können, ohne dass sie dich gleich angreifen. Warte mal. Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Wo werde ich eine Banditenrüstung finden, die mir passt? Im Westen scheint es ein Lager der Piraten zu geben. Soviel wir wissen, stehen sie in Kontakt mit den Banditen. Ich denke nicht, dass sie dich angreifen werden, wenn du zu ihnen gehst. Vielleicht kannst du bei ihnen Hilfe finden. Kannst du mir die Kreise der Magie beibringen? Du bist ein Magier des Feuers.
Was wird denn wohl Pyrokar dazu sagen? Das muss ja niemand wissen. Ich sehe, dass es dir ernst damit ist. Also werde ich deiner Bitte entsprechen. Sollte ich jedoch den Eindruck bekommen, dass ich unser Wissen in die falschen Hände lege, wirst du nicht mehr mit meiner Hilfe rechnen können. Ja. Du enttäuscht mich also besser nicht. Ja, okay. Ich werde nicht wieder... Adanos möge dich schützen. Ich werde nicht nochmal euren Erzhaufen sprengen, keine Sorge. So, wo ist denn hier... Wo ist denn hier Süden? Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt 13 Uhr, also müsste das da... hier ungefähr müsste Süden sein, ne? Oder da so ungefähr. Das heißt, Osten ist da drüben irgendwo. Und Westen müsste... Nee, andersrum. Hier müsste Osten sein. Da müsste Osten sein, genau. Aber vielleicht kriege ich ja eine Karte. Ich meine, wenn die schon ein paar Tage hier sind, haben sie vielleicht auch eine Karte gezeichnet. Die Frage ist nur, wer ist hier der Händler? Bist du das? Komm her, hey! Es beruhigt mich ungemein zu sehen, dass du noch unversehrt hier angekommen bist. Wie kann es sein, dass ihr vor mir hier angekommen seid? Wir sind durch eine seltsame Dimension gereist. Wer weiß, welche Irrwege du genommen hast. Und jetzt? Kann ich das Portal nochmal benutzen? Wir sind ja direkt hier angekommen. Es funktioniert offensichtlich ganz gut. Ich werde dich natürlich darüber unterrichten, wenn ich den Verdacht habe, dass es anders sein könnte. Was hast du bisher hier gemacht? Ich studiere die Geschichte der Erbauer und versuche zu verstehen, warum sie das Portal verschlossen haben. Es sieht ganz so aus, als wollten sie damit die untergegangene Stadt vor dem Rest der Welt verstecken. Schreckliche Dinge sind hier vor vielen Jahren geschehen. Etwas Grauenvolles hat sich ihrer bemächtigt. Wenn man ihren Aufzeichnungen Glauben schenken darf, dann gab es kurz vor dem Untergang der Stadt einen fürchterlichen Bürgerkrieg. Die Straßen standen in Flammen und eine alles verschlingende Flut besiegelte schließlich das Schicksal der Erbauer. Die wenigen, die dieses Inferno überlebten, verschlossen diesen Teil der Insel in der Hoffnung, das Chaos hier einzusperren. Sagtest du gerade, es kam eine Flut? Adanos selbst ist ihnen erschienen, um den Wahnsinn zu beenden. Er machte diese Stadt dem Erdboden gleich. Was hat die Erbauer denn so aufgebracht? Jemand aus ihren eigenen Reihen hat sich dem Bösen verschrieben. Er war ein großer Feldherr, namens Quahodron. Heimgekehrt aus einer erfolgreichen Schlacht, außerhalb der schützenden Mauern dieser Stadt, brachte er das Übel mit sich. All seine Anhänger verfielen kurze Zeit später dem Wahnsinn und begannen, das gemeine Volk zu bekämpfen. Der darauffolgende Bürgerkrieg legte alles in Schutt und Asche. Das ist ja nicht so nett, ne? Und wir Narren haben das Portal wieder geöffnet. Wohl ist mir dabei auch nicht, das kannst du mir glauben. Aber was hatten wir schon für eine Wahl? Wenn wir nicht aufhalten können, was hier am Werke ist, dann wird es Corinus vielleicht genauso ergehen wie einst den Erbauern dieser alten Stadt. Ja, das könnte sein. Was glaubst du, werden wir hier finden? Darüber kann ich nur Vermutungen anstellen. Du solltest mal mit Satura sprechen. Hab ich doch schon. Er hat da so eine Ahnung. Hab ich doch schon. Wissen wir Magie? Nein, das ist der Falsche. Ich suche den Händler. Wo ist denn der Händler? Bist du der Händler? Kronos ist doch der Händler. Wie läuft's? Hör mal. Seltsam, findest du nicht? Nö. Diese Teleportersteine scheinen nicht zu funktionieren. Und trotzdem hört man sie surren. Obwohl sie nicht aktiv sind, ruht trotzdem eine gewisse Energie in ihnen. Was glaubst du, müsste man tun, um sie zu aktivieren? Ich habe da so eine Ahnung. Ich brauche nur noch einen Beweis für meine Vermutung. Ich hatte schon vor Tagen so ein Gefühl, als hätte ich die Bauweise dieser Objekte schon früher einmal gesehen. Ich schätze, wir müssten ihnen eine verdammt große Menge an magischer Energie zuführen, damit sie wieder ihren Dienst verrichten. Das sind doch die magischen Teleporter aus der anderen Welt, also aus Standard Corinus. Wo hast du diese Teleportersteine schon mal gesehen? Du bist doch damals auch in der Strafkolonie gewesen. Stimmt. Sind dir diese Steine niemals aufgefallen? Da waren auch solche. Ich bin ziemlich sicher, dass man sie heute noch dort finden kann. Was könnte genügend magische Energie dafür aufbringen? Da fällt mir nur eins ein. Ein magischer Fokus.
Ich meine einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe damals die magische Barriere im Minental erschaffen wurde. Soviel ich weiß, hast du sie für uns vor einiger Zeit wieder beschaffen müssen. Ja, ich kann mich erinnern. Wo sind die Fokussteine heute? Sie sind mir anvertraut worden. Ich soll sie verwahren, bis wir wieder Verwendung für sie finden. So wie es aussieht, ist das jetzt soweit. Ha, das ist ja praktisch. Dann, Du sagtest, du brauchst einen Beweis für deine Vermutung. Man müsste einen magischen Fokus an diese Teleportersteine anschließen. Aber ich wüsste nicht, wo. Was treibt diese Die Erbauer waren. Sie haben sich Eigenschaften. Ja, ein Magie. Netz von Teleportersteinen wurde aufgebaut, das die Erbauer schnell von einem Ort der Stadt in den anderen bringen konnte. Die Steine hier bilden offenbar eine Art Zentrum. Ich habe genug gehört. Gib mir einen Fokusstein. Ich will versuchen, ob ich die Teleporter zum Laufen bringe. Na gut, aber pass gut darauf auf. Hörst du? Saturas würde mich köpfen, wenn wir sie verlieren. Ja, ich glaube nicht nur dich. Mich wahrscheinlich auch so ein bisschen. Weil ich ihm ja nicht schon wieder quasi sowas ähnliches wie einen Erzhaufen sprengen sollte, toll dürfen, tun sollte, wie auch immer. Genau, also wir haben hier einiges gehört. Ich suche immer noch nach dem Händler. Und ich würde sagen, aber diese Folge ist jetzt schon wieder zu lang. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn ich dann hier vielleicht mit Merdarion, mit irgendjemand anderem Handel treibe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.